Ja, für den Angriff ist es scheinbar relativ gut versorgt. Die Gegner sind jetzt doch relativ viel, aber noch ist alles offen. Vielleicht kriegen wir auch mal Unterstützung, vielleicht, weil so eine M-Station bringt ganz relativ, ganz besonders da oben. Das ist einfach ein Punkt. Von hier aus könnt ihr auf, ja, zu allen Seiten, nach rechts, ihr kommt nach vorne. Das ist einfach ein Kritikpunkt, die ist super leicht, die ist gut zu verteidigen, weil es eben eine M-Station ist und die bringt halt relativ viel Kontrollgebiet. Also, ich schätze mal, dass die 2%, 3, 5, ich weiß nicht, das ist bestimmt, scheiße, dass sie doch 5% bringt, ne, weil das ist ein relativ großes Gebiet. Guckt euch mal die Barbahn, die geht hier oben, die geht bis hier runter, ey. Von hier aus könnt man gut ohne Probleme mit Flugzeugen und Luftfahrtunterstützung. Ihr könnt sogar, wenn wir die haben, wenn wir noch ein Techband hätten, kann man von hier auch ohne Probleme Panzerunterstützung schicken. Ja, voll. Ja, lieber. Lieber das Kamerad. Auch down. Ah, da war der Sniper. Den wollte ich eigentlich als erstes abschießen. Das war mein favorisierter, aber dann kamen aber hinten die zwei und dann musste ich doch für gerade das Ziel mal wechseln. Und dann ist doch leider der Sniper wiedergekommen und dann hat er mich einfach so umgenutzt, so richtig. Zack, zack, boom, boom, bim, pam, boom, boom, pam, bim. Und dann war ich tot. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wow, da kam ein Schuss. Damit, tschüss. Und wenn ich dann auch meinen neuen PC habe, dann wird auch meine Soundqualität ein bisschen besser sein für euch. Wenn ihr natürlich einen scheiß PC habt, also eine scheiß Soundkarte habt. Also ihr braucht, wenn ich dann, ihr braucht sowieso wahrscheinlich für meine Soundqualität eine bessere, eine mittelmäßige, gute Soundkarte und ein gutes Headset, denn ich habe ja auch doch eine gute Soundkarte und habe ein relativ sehr gutes Headset. Teures, sehr gutes Headset. Und damit ihr dann halt die volle, alles voll ausreizt meines Sounds, meines Klanges, braucht ihr natürlich dementsprechend auch ein gutes Headset, der das. Wow. Okay, dass das verarbeitet. Okay, 96 plus, ja, nice, also richtig nice, ja. Dafür werden wir jetzt dieses Gebiet abnatzen, aber, oh, steht 40-40. Mal gucken, verteidigen oder angriffen? Verteidigen oder angriffen? The Bastion? Nee, da will ich nicht hin. Da will ich nicht nochmal hin zur M-Station. Ich kann jetzt natürlich auch um die beste Klangqualität, das werde ich beim Käse haben, wenn ich demnächst mal eine Planzeitaufnahme beim Käse machen werde. Dann werdet ihr, habe ich auch eine An, werdet ihr, werde ich mich wahrscheinlich anders anhören, da der Co, der Käse ja ein Rode hat. Und das ist ja ein schon fast ein Studio-Mikrofon und das wird sich dann relativ gut anhören, je nachdem, wenn ihr ein gutes Headset habt und eine gute Soundkarte. Mischpult extern, aber das Mischpult meint, der Käse wäre ein bisschen schwach. Für den Moment reicht's und ja, für das, was er macht, reicht's eigentlich auch, aber ihr wisst ja, der ein oder andere von euch kennt ja den Käse und wisst ja, der Käse kann nicht genug kriegen. Ah, hier sind aber schon viele Terraner. Also es scheint doch gut Dev zu sein. Ja. Gut, hätte mich auch gewundert, wenn das nicht ausgereicht hätte, dann hätten wir da auch schon ein gutes Platoon drin gewesen. Ja, das. Mann, ich will da nicht hin, Alter. Ich will da hin, ich will das verteidigen. Westpass Tower. Old Italian Style. Aha. Wir können natürlich auch hier helfen anzugreifen. Da sind wir genug. Ach komm, dann helfen wir anzugreifen. Ich helfe da mal anzugreifen, angreifen. Oh, ja. Da kann ich, denke ich, am besten helfen, indem ich einfach. Das, was ich am besten kann, sind Leute umnatzen. Im Normalfall. Und wenn ich natürlich als Angreifer jede Menge Warnus umnatze. Komm,
ist das natürlich für mein Team nur zum Vorteil, ne? Meine Augen drin gerade so stehen. Oh, jetzt kommt was Schlimmes. Ich muss nachladen. Nachladen ist nicht schön, ganz besonders nicht in manchen Situationen. In schrecklichen Situationen ist Nachladen echt kacke, wenn ich das nur sagen. Ja. Hat er sich einfach so hinter meinen Kollegen geschlichen? Finde ich ehrlich gesagt toll. Der hat mal gerade nachgeladen. Ja, das war jetzt zum Beispiel so eine Situation, der man eigentlich nicht nachladen will. Aber er musste es und ich habe gerade freiwillig nachgeladen. Da ich eigentlich gedacht hatte, dass ich sicher wäre. Allein der Homo, der ist mir ja nachgefolgt, ey. Warum auch immer. Der war nur als Medic mir nachfolgt, ey. Als ob der gewusst hätte, dass ich nachladen würde. Alter, also manchmal da frage ich mich auch, ist da jemand drin? Scheint nicht, ich habe niemanden gesehen. Machen wir das Ding mal kaputt. Das Ding könnten wir eigentlich hacken und dann reparieren. Das braucht man nämlich nicht unbedingt zu zerstören. Die Gegner können sowieso immer wieder aufbauen und wenn wir das haben, dann bringt uns das ja eigentlich nur Vorteile. Also ein Skill hätte ich demjenigen jetzt Damage gemacht, den Basis. Denn wenn man eine Granate jemanden an den Kopf schmeißt, macht das Damage. Ich glaube, ein Counter-Strike ist das auch. In der Battlefield, in irgendeinem Game war das auch schon mal. Wo man mit, wo man dann Damage macht. Granate an den Kopf schmeißt. Ich meine, das wäre Battlefield gewesen. Dass man damit auch Leute killen kann, aber. Und wir gehen noch defenden. Defenden ist doch relativ sicher. Ist wenigstens kein Win für Ivano. Machen wir das Gebiet jetzt verlieren. Das wäre natürlich nice, wenn wir jetzt gewinnen würden, aber scheinbar, ja, die Wano, die NC, die sind so Lappen, ey, die sollen mal ihre, die sollen mal Gebiet von den Wanos wegnehmen, ey. Das wäre doch mal geil, dass wir wieder Gebiet mehr hätten, ey. Auch wenn es nur ein Prozent, wenn es 2% ist. Was können denn die NC eigentlich im Moment? Ah, nicht, ey. Nur am Sterben sind sie. Oh Gott, da kann ich nicht hingehen. Die Gegner, guckt euch mal die Minimap an, ey. Nehmen wir alle. Wenn die alle gespottet werden, wie viele Gegner das sind, ey. Wow, wir rotzen einfach mal rein. Hey, wir haben einen Kill gekriegt. Ja, wir kämpfen uns mal hier hoch und dann kommen wir mal auf eine andere Seite rein. Ist hier jemand? Ist keiner hier, obwohl die da unten stehen, ist keiner hier. Warte, ich hab eine Granate. Ja, das habe ich zu. So, habe ich jetzt wieder nämlich eine Granate, habe ich hier wieder. Und habe wieder meine HP, also mein Schild. Und noch ein Medikit mehr. Aber es gibt viele Situationen, hätte ich das dann nämlich nicht gemacht. Verdammt. Ah, Assist. Ist zwar eigentlich nur eine Fahrzeugabwehrgranate. Ja, mal schießen. Es kommt keiner, ey. Der hat wahrscheinlich ewig lang nachgeladen und dann ist er nicht vorgekommen und dann hat er mich einfach weggerotzt. Finde ich echt uncool. Oh, hier bereiten sie was vor oder was? Aber solange wir noch A haben, haben wir das Gebiet vor dem Alarm. Also halten wir das noch, noch solange der Alarm halt ist. Aber man kann natürlich jetzt nicht sagen, dass das so bleiben wird, weil die Wano, wenn die da gleich einen Max-Rush machen, können die ohne Probleme irgendeine Art haben. Aber es kann sein, dass wir es wieder zurück haben. Dadurch, dass die alle von B und C weggehen, um zu A zu gehen, kann es natürlich sein, dass wir dann gleich B oder C zurückholen können, weil die dann weniger Defend bei den jeweiligen Punkten haben und wir umso mehr Angriff haben. Ne? Das kann natürlich auch sein. A zurückzuholen ist relativ, können wir relativ schnell, machen wir einen Max Rush rein, das sind die das ist uns, weil wahrscheinlich keiner der Teams groß genug ist, um schnell genug zu reagieren, um gegen Rush zu machen, weil gegen den Max Rush zu agieren,
brauchen wir relativ. Jo, was braucht man? Fahrzeugabwehrgranaten, jede Menge Sprengstoff. Und halt Gegner-Mex. Das sind dann halt immer so gute Faktoren. Ja, da seht ihr, da wird jetzt hier gepusht und gepusht. Ich kann jetzt nicht reinrennen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich nur Team-Kills machen. Ah, ich hab einen Kill gemacht. Oh nein, das ist nur. Und da schmilzt der HP. So, lassen wir mal die Mexen halt vor. GTR ist das. Die Mexen halt mal gerade von GTR. Das haben sie gehackt. Naja, das müssen wir mal wieder zurückhacken. Dann zerstören und dann wieder hacken. Dadurch, dass ich die schon abgeschossen habe, habe ich wenigstens gehackt. Es tut mir leid. Scheiße, hat er mich gemessert. Verdammt. Hat er mich jetzt nicht gemessert, hätte ich schon eine Granate von hinten reingeschmissen, hätte ich schön alles, alles umsetzen können. Lalalalalala. Na, da haben wir schon C. Mal C zurückzuholen, war jetzt wahrscheinlich auch nicht die Schwierigkeit. Na, das brauchen wir mal dort. Dann können wir direkt hin, nämlich Richtung. Oh, oh. Ja, okay. Ah, genau, ich sollte mal ein bisschen Mexenheit spielen. Ich werde jetzt mal ein bisschen Mexenheit spielen. Der Kampf, der ist nämlich gerade richtig optimal für Mexenheit. War zweimal Multilater. Yeah! Schießt mich ab. Böse Leute. Da. C4 ist noch viel böser. Ich hab VHP. Einem Ingenieur oder sowas. Mal gerade gucken, was ich für eine Rüstung anhab überhaupt. Und so, okay. Nicht, dass das jetzt nämlich meine Klasse ist mit automatischer Reparatur und ich wundere mich, warum ich so wenig aushalte. Das wäre nämlich richtig schwer. Ich rotze einfach mal alles rein, was ich hab. Yeah! Multilater geht voll ab. Ich hab nämlich 100 Schuss je Magazin, je Gatling. Und das ist noch die kleinen, also das sind noch nicht erweiterbare, also die sind noch nicht erweitert. Ich habe mir gedacht, boah, warum soll ich denn die jetzt erweitern? So, schon 100 Schuss, ey, und da brauche ich nicht mehr. Plus, die Magazin. Mal sterben. Ich habe natürlich den Dash dabei. Den finde ich einfach am besten zum Reinpushen oder zum Wegrennen. Weil den Verankerungsmodus, ja, da ist zum Defenden mal vielleicht ganz nice, aber sonst. Sonst nichts. Da war eine Mine, aber. Das ist mir relativ egal, du bist mir auch relativ egal. Jetzt bin ich kein AP. Ich beginne mit den Reparaturen. Danke, schön. Manche Soundpicks sind echt nice. Ich habe hier zusätzliche Munition. So, dann hätten wir dies defended. Gedefended. Oh, schade. Jetzt brauche ich natürlich ein Fahrzeug, das mich mitnimmt, denn. Eine Max-Einheit ist auch nicht sehr. Oh, da kostet halt eine Ressource, die Scheißteil hier, ne? Brauche ich natürlich irgendeine Mitfahrgelegenheit, das mich zum Gegnergebiet fährt, damit ich jetzt hier gleich ordentlich Asche verteilen kann. Wow, was macht der denn da? Wow, oh, das leidet voll ab, ey. Irgendwie komme ich gerade voll Hunger, ey. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich werde jetzt hier aussteigen. Denn ich weiß nicht, wo der hinfährt. Kann sein, der bleibt wahrscheinlich da jetzt stehen. Ja, das ist jetzt natürlich. Bewegungssensor. Aha. Wollte mir bestimmt Schaden zufügen, der eine war, denke ich mir war. Aber glücklicherweise habe ich doch einen Verbündeten. Wow. Oh, oh. Panzerung for the win! Ja! Ja! Ich hab gesiegt! Ne, ich hab nicht gesiegt, aber ich hab überlebt! Wenn der mich jetzt auch nicht umfährt, dann